drop the bass. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Binding of Isaac Arthur Fluss. Dieses Mal spielen wir weiter, ein ganz normaler One. Und dieses Mal, spielen wir jetzt nicht mal speziell zu Delirium. Und zwar wir spielen mal eine Runde mit McDelaine und gehen da einmal hoch. Also versuchen wir den Bosswash zu erreichen auf jeden Fall. Speed habt ihr schon mal sehr gut mit Maggie. Und natürlich Hasch zu erreichen. Und als Bonus, wenn alles soweit klappt, let's see Squirrels. Okay. Okay, das ist schon mal sehr gut. Die Soul Heart? Ja, das sage ich nicht. Nein. Zuck. Gut, Dead Sequels und versucht dann noch Blue Baby zu machen. So. Da muss jetzt nicht alles sein. Ich will. Oh, und schon Soul hat es weg. Gut, Dankeschön. Hast du super gemacht. Das freut mich sehr. Magician, okay. Ja, gehen wir weiter. Wir versuchen uns, wie gesagt, zu beeilen. Was mache ich? Egal, nicht so tragisch. Wir haben alles die Zeit dabei. Okay, nicht direkt, aber wir haben sehr viel Zeit. Ja. Okay, mit dem Teleport. Zick. Range, okay. Jetzt noch dich, ja. Ich bin ja echt schon froh über das Speed Upgrade, das was Maggie an sich am Anfang auch noch fehlt und so weiter. Wo ich jetzt dadurch gut ausgleichen konnte. So. Zack, also wow. Schade. Also war ich prinzipiell schon auf dem richtigen Weg. Allerdings kann ich gleich in den großen Raum gehen, weil ja. Sparen wir uns ein bisschen Zeit, wenn wir dort nicht hoch müssen. Zack. Hoffentlich irgendein cooler Effekt, wo wir jetzt beim Boss bekommen. Ah, ein Shield-Effekt, das ist gut. Da können wir uns ein bisschen ranlassen von diesem. Und das war's schon. Also fast, aber im Prinzip war's das schon. Zack. Noch mehr fliegen, komm, mach's einfach alle kaputt. Ja, danke schön, super nett von dir. Aber ich mag diese Raumkonstellation nicht mit Femmen. Und es war super gut von mir gemacht. Egal, alles kein Problem. So. Jetzt kann ich mich direkt darauf fokussieren. Komm ein bisschen runter. Das ist das, was ich halt so ein bisschen bemängel. Wow, super gemacht. Cube of Meat und weiter geht's. Wir haben schon 3 Minuten für die erste Ebene gebraucht. Wow! Hoffentlich können wir hier mal ein bisschen mehr Zeit sparen. Okay, das ist schon eine ganz normale Ebene, was mir am liebsten eh ist. Also, up. So, ich kann fliegen. Und dann kann der... Ja, den Effekt hätte ich fast permanent am liebsten. Schade drum. Und das ist eine Sackgasse. Wow! Ich muss jetzt blöderweise doch noch auf die linke Seite. Wow, okay. Oh, danke für das Soul Heart. Und da ist eine Münze, die ich gerne holen würde. Man kann ja immer nie wissen. So. Blöderweise eine Sackgasse. Ich wollte ein bisschen Zeit sparen und habe drauf sogar das Risiko, um das Soul Heart zu verlieren. So. Oh, derselbe Effekt nochmal. An sich richtig gut, finde ich. Ja, richtig geil. Und da wäre der Boss. Machen wir einfach gleich. So. Du kannst eh nicht überspringen. So. Also hochspringen, so in dem Sinn. Deswegen kann ich natürlich so ein bisschen mit dem Cube of Meat Unterstützung machen und so ein bisschen verschnellern. So. Und erledigt. So, was geben wir denn für ein Devil hier?
Oh, schon mal ein Damage Upgrade, das ist schon mal sehr gut, das kann ich schon mal mitnehmen. Gegen Krampus! Okay. Da, da, da. Ja, hätte ich doch das Feuer gerne ausmachen können. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja an sich sehr angenehm, dass er das... Okay, und das Feuer, das nervige Feuer schon mal aus. Das heißt, wir werden wohl auf Angel Gales gehen. Zumindest sagt mir das Spiel, dass ich das so machen soll. Oh, und die Kohle. Nice. Nacker, was haben wir hier? Nichts Interessantes. Gut. In dem Fall gehen wir auf Angel Gales. Aber ich hole trotzdem noch der Item Bomb. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe schon 5 Minuten gebraucht. Zack. Zack. Da ist bestimmt jetzt so ein OP-Item drin und das immer schon richtig gut. So, nice. Sticky Bombs, eigentlich richtig geiles Item. Macht manche Bosse deutlich angenehmer und wir kommen schneller durch, durch manche Gegner und natürlich auch beim Bosswasch, wenn wir den hoffentlich erreichen werden. So. Wir haben zwar schon einiges an Zeit verloren, aber hoffentlich können wir das jetzt wieder reinholen. Wenn wir jetzt zufälligerweise den... Ja. Gut, dass das Luck leicht erhöht ist. Freeze-Effekt, okay, gut. Aber ich wollte gerade sagen, das reicht schon, aber nee, er muss natürlich direkt explodieren. Zick. Zick. Und dennoch. Oh, ich hier unten. Oh, da war ein Eiserkopf, den hatte ich gar nicht realisiert. Oh, eine Rune. Eine Jera. Oh. Oh. Was war das denn mal mit Schischen? Okay. Komm. Weiter geht's, gehen wir links weiter. Das ist eine Sackgasse. Wow. Eine Bombe. Ich muss immer noch Zeit reinholen. Die Joker. Lassen wir mal noch liegen. Vielleicht wird da ja noch was raus. Oder ich nutze die hier. Verdoppel die. Nutze die Joker-Karte. Ich hoffe, dass ich ein Angel Deal bekomme. Nehme jetzt einfach mal die Bibel mit. Wow. Und mache auf jeden Fall den Boss hier. Und das ist wenigstens der angenehmere von beiden, zumindest im Moment finde ich es. Das war total dumm von mir, weil ich wusste, dass er entweder nach unten schießt oder so schräg. Deswegen hätte ich... Macht schon wieder das gleiche. Wow. Und erledigt den nice Schlüsselteil. Oh, hätte ich nur gesehen, was da gewesen ist. Das heißt, die Entity-Chance ist erhöht. Das bin ich sehr froh drüber. Hierophantenkarte. Wow. Ja gut, kein Problem. Dankeschön, dass du mir da alles erledigst. Trinket nehme ich sehr gerne mit. Hm. Oh nein. Aber ich habe zum Glück Soul Hearts. Wo ich deutlich besser durchkomme. So, ich muss das hier weg. Okay, es hat eh aufgehört. Okay. Hm. Hat er vieles gespawnt? Okay. Das hat wenigstens gut geklappt. Und erledigt. So. Und wir haben schon wieder nicht den Goldbaum gefunden. Was haben wir denn hübsches? Shield. Ja, das heißt, komm. Komm, wir lieben uns. Ja. Gut. Heil und Ostets ab. Nice. Das Bibel nehme ich nicht mit. Ich hole trotzdem. Ich habe keine Zeit für den... Aber wir sind gut gewappnet. Gut gewappnet. So, was haben wir denn höher? Angel Deal oder immer noch Angel Deal höher? Was ich gut finde. Allerdings sparen wir uns das auf, falls ich nichts bekomme beim Boss. Komm. Und erledigt. Wow, dankeschön. Sticky Bombs sind einfach richtig gut. So, es wäre doch irgendwie cool, dass man, wenn man Sticky Bombs abbekommt, dass man noch geheilt wird. Das wäre richtig cool. So.
Und hier noch. Range down, okay. Ja, kein Problem. Jetzt aktuell das mal mit. Und schon wieder den Boss als erstes gefunden. Wow. Gekonnt ausgewichen, wie man es ja von mir immer kennt. So. Zack. Und weiter geht's zum Boss. Okay, ein Vier-Effekt. Oh, Bomben. Stimmt. Ha! Easy going erledigt. Was haben wir hier? Secret Heart. Nice. Und wegspringen von dir. Oh, verdammt. Und erledigt. Oh, danke schön. Das war schlecht. Eben. Sagen wir hier noch eine, aber er hat auf jeden Fall Osternkarte. Ich nehme das hier auf jeden Fall mit. So. Habe ich jetzt die Ebene? Verdammt, muss ich da noch weit laufen? Nö, sparen wir uns die Zeit. Wir sind richtig gut gewappnet, muss ich sagen. Richtig gut. So ein bisschen Leben, beziehungsweise irgendwelche Lebensregeneration wäre richtig cool. Okay, das war eigentlich nicht beabsichtigt, aber. Dann ist auch die. Relax. Zack. Und. Nichts. Okay. Gehen wir weiter. Im Prinzip kann ich was einsetzen. So. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich den Effekt bekomme für. Kamikaze-Effekt. Oder ich weiß nicht, ob man da die Class kennen bekommt. Die wäre jetzt noch ein bisschen blöd. Oh, die Zeit wurde verschnellert. Damit habe ich jetzt das verdient. Ein Schlüssel. Und eine Joker-Karte. Wow. Joker. Keine Ahnung, was das macht. Ich schieße Laser, okay. Ja, gut, kann ich nichts dagegen sagen. Laser sind immer gut. Okay, eigentlich richtig cool. So, haben die trotzdem noch so einen Homing-Effekt? Ja, haben noch einen Homing-Effekt. Nice. So. Ja, ja, uninteressant an sich. So. Ich hoffe, dass es hier zum Boss weitergeht. Nee, leider nicht. Ich habe leider aber auch relativ wenig. Oh, nice. Strength, Death, Diamonds. Okay. Dann könnte sich der Shop sogar richtig lohnen. Okay. Und. Oh, geschafft. Cool. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. What the fuck? Da war ein Leben. Ein halbes, wo ich brauchen kann. Ja. Nehme ich gerne mit. Und hier geht's hoffentlich zum Boss, oder? Zack. Lockup. Nice. Sag ich nicht nein. Sehr gut. Zack. Easy erledigt. So, Boss. What the fuck, was machen die Laser denn? Bro, kann man nichts sagen. Kann man nichts dagegen sagen. Hier war ich schon, oder? War ich hier? Ich war auf dieser Ebene. Ich war auf dieser Ebene beim Angel Deal. Deswegen lohnt es sich da nicht, die Karte nochmal einzusetzen. Und versuchen wir uns hier unser Glück. Oh, hier oben. Thema aber easy erledigt. Oh, ich wurde getroffen. Egal, nicht so tragisch. Eigentlich sogar gut. Zack.
erledigt und das Herzchen wieder aufgefüllt. So. Oh, verloren. Ich sollte ein bisschen aufpassen, weil im Moment sieht es zwar noch gut aus, allerdings nicht gut genug, um irgendwie was auszurichten. So, jetzt schon kann ich das Ding wieder einsetzen. Ich habe noch Zeit, also, wow. Ich kann noch die Ebene erkunden. Ich habe noch Zeit, ich krieg den Boss, hätte ich gesagt, so innerhalb von einer Minute erledigt. Okay. Oh, wie viel fest. Nice. So. Ich hole mir noch den Shop, deswegen bin ich noch unterwegs. Und da ist der Shop. Batterie nehme ich mit. Diese. Und das hier natürlich. So. Okay, das heißt, wir können zum Boss gehen. So. Jetzt kommt. Verdammt. Soul hatte ich weg, schade. Alles kein Problem. Da brauche ich noch genügend Leben. So. Ich nehme es Polarwald auf jeden Fall mit, weil ich da gehe, Events und so weiter. Eine Spritze, Bombenimmun. Ich glaube, ich. Das rechte Item kenne ich gar nicht. Ich hole mir die Bombenimmunität. Wow, und ich kann über Stacheln laufen. Richtig gut. Oh. Ich habe jetzt immer zwei Effekte. Zack. Komm. Easy going. Ich habe vergessen, dass das möglich ist, aber ich habe ja jetzt noch mal die Chance. Wow. Oder? Wow. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Joker. Holy shit, ich auf jeden Fall mit. Wow. Klüger geht's eigentlich nicht. Deswegen nehme ich das Item nie mit normalerweise. Weil ich dir wieder das irgendwie vergeige dadurch. Wow. Ja, wenigstens gehen wir unser Glück zu Hasch, obwohl ich mit Hasch quasi im Prinzip mehr Sorgen habe als mit dem Bosswasch. Also öfters. Oh. Tja. Oh, ich habe ja schon den Holy Mantle Effekt. Okay. In dem Raum ist das Ding aufgefüllt. Zack. Okay. Damage Upgrade. Ich habe eine 100% Devil die Chance. Okay, Elemente wieder ready. Zack. Zack. Und zack. Easy going. Hier würde ich nie wieder reingehen, wenn es geht. Zack. Wir konnten einfach ausweichen, das war immer ganz einfach. Wow. So, Two of Spades kann ich. Es ist schon mal eine gute Kombo. Ich werde wahrscheinlich schon
Okay, irgendwie kapiert wie die Kühe. Okay. Okay. Meter einstudiert. Okay. Links ist cool, links oben, rechts unten ist eigentlich noch cooler. Vor allem wenn wir zu Hasch gehen. Links unten wäre halt 100% Angel-D-Chance. Komm, nehmen wir Wafer mit. Ha, manchmal wären wir schon froh, wenn man da mehr mitnehmen könnte. So. So, was haben wir denn? Da kommen wir eh nicht rein. Hey, woran das denn liegt? Rain Shark. Das tut gut. So, eine Münze. Zack. Mehr Münzen. So, kein Raum, wo ich nichts einsetzen kann, weil ich so klug bin. Oh, zwei Räume gleich von dem. Von der Art. So. Jo, jo, da kann man schlecht was dagegen sein. Das wäre jetzt blöd, wenn ich das machen würde. Tor 2, okay. Zack. Der Speed-Up fehlt mir noch ein bisschen zugegeben. So. Ist da irgendwo ein X oder so versteckt? Ja, hier ein. Dürfte nichts verändern, ja, aber es könnte Geld rausfallen. Zack und zack. Warum habe ich es nicht eingeschickt? Zack. Laser sind immer gut, fand mir, aber so ist es natürlich delicious. Und in dem Fall gehen wir zu Hasch weiter. Viel Spaß! Ich habe leider kein Engine-Level bekommen, aber ich habe jetzt auch keine Karte mehr. So. HP ab, naja, kann ich vielleicht noch bis nach. Hier warten. Keine Ahnung, ob es überhaupt noch einen Effekt bei mir hat. Prinzipiell, ich habe nicht die Range, also nehme ich das hier. Ist das Joker? Cool. Joker. Ich kann eigentlich noch beides mitnehmen. Ich habe hier noch, da kriege ich noch Leben und dann kann ich noch das HP ab. Das habe ich aber natürlich das Soul Heart noch. Gut, dann habe ich das HP ab nachher halt mit. So. Zack. So. Geht's laut, ist immer gut. Okay. Ja, das wird ein relativ einfacher Haschkampf. Ja. Wie erstaunlich, wie stark man zum Teil werden kann, selbst wenn man nicht mehr die alle Itemräume mitnimmt. So. Verstecken bringt ja auch nichts, gell? Also Bescheid eigentlich. Okay, wenn du mich nicht angreifen möchtest, ich habe da kein Problem damit. Fliege. Wo die Münzen da unter den Laser versteckt sind. So, wenn wir hier stehen. Hoffentlich werden wir nicht getroffen. So. Jetzt schießt er dahin. Wie gesagt, wenn wir stehen bleiben, du kannst immer noch die Chance gehen lassen. Okay, gut. Hm.
Jetzt habe ich gedacht, ich kann jetzt bis zum Ende des Kampfes da rumstehen. Komm, bleib mal hier stehen. Und erledigt. Easy going. Ohne Schaden freigeschaltet. Purity. Oh, richtig geiles Item. So. Ich kann da oben zu Delirium gehen. Werden wir wahrscheinlich auch so Delirium erledigen. Und das hier lasse ich liegen. Ja, ja, in dem Fall. Oder soll ich das mitnehmen? Ach komm, lass was liegen. Und wir gehen zu hoch. Da jetzt nur blöderweise haben wir den Bosswasch nicht gemacht. Was ich ein bisschen schade finde. Wir hätten es so auf jeden Fall hinbekommen. Na, das regt mich dann schon ein bisschen auf. So. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben es vergate, aber wir können jetzt eh nichts mehr dran ändern. Oh, die Kiste. So. Luck up, nice. Nee, das lassen wir lieber. Bevor es noch verwundender wird. Komm, nimm meine ganzen Dinge. Wow, irgendwas Cooles, aber dann kriege ich sowas. Bombsaki, nee, lass mal lieber. Lass mal lieber und das Ding kann ich dann mitnehmen, nehme ich da voll. So. War schon wieder eine Sackgasse. So, Daddy Longlegs. Wow. Hat sich vollkommen gelohnt, da noch reinzuspickeln. Runter, runter, runter. Und erledigt. Geld braucht ihr jetzt nicht unbedingt. So. Ja, ungern. Gut, dass nicht durch muss. Du glaubst, das bringt mir mehr als diese. Wo ich würde die zum Beispiel nutzen und egal, ich werde es eh hinbekommen, egal wie es abläuft. Ich muss aufpassen, ich weiß nicht, ob ich nur da die Class kennen kriegt und das wäre nämlich ultra bad. Wow, da ist ein etwas, wo nicht weggeht. Wow, prinzipiell habe ich jetzt mir keine Sorgen, dass ich es nicht schaffe. Oh, die Joker-Karte. Ja, ja. Können wir noch Cookie-Bären? Joker, was gibt's denn? Fliegen plus Razor Blade. Bitte gib mir irgendwas Cooles. Nee, ungern. Ich meine, ich hab noch nicht mal genügend Spritzen, deswegen. What the fuck? Ich sollte natürlich auch so schönes Feuer machen. So. Ich glaube, ich nehme das linke nur mit, um es einmal dabei gehabt zu haben. Weil fliegen kann ich eh schon. Und das eine Solar kriege ich bestimmt noch irgendwie voll. So. Cool. War schon vorher erledigt. So. Und ich wurde aufgefüllt. Oh, das wäre natürlich jetzt ein richtig cooles Ding, was wir bekommen würden. So. Dann ich mache mir keine Sorgen. Ich kann auch gegen Megas hatten, der muss das wahrscheinlich auch gegen Delirium. Mal gucken, vielleicht. Wow, wie lange brauchen wir denn? Chest. Oh, nice. Oh, nice Begleiter. Alles richtig cool an sich. So.
Komm, dreht einfach in den Gegnern. Zack. So. Ich glaube nicht, dass du lange überleben wirst und auch schon durch. Wow. Zack und erledigt. Wow. Geile Kombi gerade für den Raum. Zack. Und richtig als letztes. Top. Eine Kiste. Rainbow Baby, mehr Begleiter. Jetzt brauche ich noch BFF irgendwo her. Aber ich glaube, ich hatte es, glaube ich, einmal im Shop drin. Deswegen werde ich es wahrscheinlich eh nicht kriegen. Zack. Tja, gibt es ratzfatz. Oh, zack. Nichts Interessantes. Geld. Okay, da hat sich die zwei Bomben definitiv gelohnt. Kurz mir bin ich immun durch den Kopf da. Finde ich richtig cool mit der Kombi mit dem Feuer. So. Noch das Monster. Okay. Also ich muss, der Holiment ist richtig cool mit dieser Kombo, muss ich sagen. Richtig cool. Der macht es deutlich angenehmer. Wow, der hat es noch überlebt. What the fuck. Ebene komplett aufgrund, ist schon mal in komplett richtige Richtung gewählt. Wow, als hätte ich das gewusst. So. Easy going. Gut. Random Teleport, oder? Ja. Nee. Gott sei Dank nicht. So. Hier haben wir alles. Da oben ist noch ein Raum nach rechts. Zack. Und erledigt. Strength, naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier kann ich auf jeden Fall reinspringen. Was haben wir hier? Schuss. Ah, ein Creed. Ja. Kein Problem. Hier links. Immer noch die rein. Ja, kriege ich jetzt noch irgendwo eine Kiste her? Also. So. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt. Für meinen Spielstil ist das auf jeden Fall besser, das Ding. Oh. Easy going erledigt. So, in dem Fall eine Runde gegen Mega Satan. Wow. Das macht schon weniger Schaden. So. Das wird richtig schnell gehen. Ja, der wird auch super schnell gehen. Wow, da gab es schon Versuche, wo ich keinen Bock auf gar nichts hatte. Oh, wir sind schon bei der Engel. Cool, ging das schnell. Und der schwerere Engel, da habe ich auch kein Problem damit, weil er auch schon erledigt ist. Ja. Ich hab ja noch mehr Laser, aber ich habe da kein Problem damit. So, Phase Nummer 2.
Ich meine, die Lehre mache ich halt noch als on top oben drauf, weil so wie es aktuell aussieht, habe ich damit kein Problem. Easy going. Hol sich einfach vorbei. Gut. Celtic Crossway geschaltet. Nice. Und jetzt haben wir mit Magdalene. Jetzt sieht man noch den Boss Rush. Wow. Hier sieht man noch Hush. Hier fehlt mir noch. Oder muss ich noch runter? Okay. Ja, in dem Fall haben wir den Run für heute erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.